Moin! Hallo! Hey! Hallo! Oh! Danielo! Gut, das ist ja sehr schön. Max entschuldigt, Gerion entschuldigt, dann sehe ich, dass der Jugendausschuss vollzählig ist von Creo. Und wir Nice. begrüßen euch, also dich, dich und dich dort draußen, und haben euch was Schönes vorbereitet. Also bleibt einfach mal dran. Ich bin mir sicher, viele von uns haben gerade den einen oder anderen Moment der Langeweile oder wirklich absolut keine Lust mehr, den ganzen Tag zu Hause rumzusitzen. Trotzdem, so verlockend die freie Zeit auch ist, sollten wir diese nicht nutzen, uns mit unseren Freunden zu treffen. Vielmehr heißt es Rücksicht auf andere nehmen, zu Hause bleiben und die sozialen Kontakte auf das wirklich Allernötigste beschränken. Ja, Solidarität ist gerade das große Thema und das wollen wir euch auch einmal nahebringen. Bei Solidarität geht es darum, dass einzelne oder kleine Gruppen in unserer Gemeinschaft gerade in einer misslichen Lage stecken und diese nicht selber lösen können. Dafür braucht es dann alle. Und das bedeutet, solidarisch zu sein, für andere ganz uneigennützig da zu sein und ihnen zu helfen, diese Lage zu meistern. Also lasst uns füreinander da sein und gegenseitig unterstützen, auch wenn man mal nichts davon hat. Klingt so ein bisschen wie Nächstenliebe. Und auch wenn es schwerfällt, es gibt vielleicht einfach ein paar Sachen, die man jetzt gerade besser nicht macht. Zum Beispiel auf eine Shisha-Party gehen. Da macht man lieber Sachen alleine. Zum Beispiel einkaufen für ältere Leute, die nicht mehr rausgehen dürfen, in der Hoffnung, dass sie es auch tun. Oder mit deren Hunden raus. Naja, auf jeden Fall Sachen alleine und vielleicht ja sogar anderen Menschen etwas Gutes dabei tun. Und im Zweifelsfall dann einfach alleine Shisha rauchen. Also. Ich weiß, es ist schwierig, aber wenn ihr in diesen Zeiten schon draußen unterwegs seid, bitte denkt daran, haltet Abstand. Nicht nur bei der Begrüßung, sondern auch sonst. Dankeschön. Desinfektionsmittel ist überhaupt nicht nötig. Viel wichtiger ist es, dass ihr euch richtig, richtig gründlich die Hände wäscht. Dafür mit genug Flüssigseife jeden Finger und jeden Teil einzeln einseifen. Also zwischen den Fingern, auch die Fingerkuppen, jeden Finger einzeln. Und wenn ihr das dann gemacht habt, 30 Sekunden, das sind ungefähr, wenn ihr zweimal hintereinander Happy Birthday singt, dann ist es richtig gut. Mein Bruder hat heute Geburtstag und da er in Österreich lebt, habe ich ihm heute per Videoanruf gratuliert und wir haben gequatscht. Das machen wir sowieso total regelmäßig und ist super, um Kontakt zu halten. Und das könnt ihr auch, ruft eure Freundinnen und Freunde an, quatscht miteinander, esst euch was vor. Das tut super gut und ist total wichtig. Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Palle! Happy Birthday to you! Hi! Ich habe Tipps für euch mitgebracht, die ihr zu Hause umsetzen könnt. Ihr könnt zum Beispiel zu Hause Sport machen oder mal ein paar neue Rezepte ausprobieren, wie zum Beispiel ein Bananenbrot. Ihr könnt Sachen machen, die ihr schon ewig vor euch herschiebt, wie zum Beispiel euren Kleiderschrank ausmisten oder mal die Fenster putzen. Ihr könntet neue Sachen lernen. Bei YouTube oder so gibt es ja auch schon viele Tutorials über Sprachen oder übers Stricken zum Beispiel. Das könntet ihr einfach mal ausprobieren. Ihr könnt euch außerdem Podcasts runterladen und ganz viele davon hören. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin Max. Ich habe mich Anfang des Monats auf Reisen begeben. Jetzt muss ich Hals über Kopf nach Deutschland zurück. Um das zu schaffen, muss ich mich in solchen Keimschleudern bewegen. Sei schlau, sei nicht wie Max. Bleib zu Hause. Leute, die alle heute Geburtstag haben. Happy Birthday to you! Ja, wer immer noch von euch meint, wir würden rumspielen, dem können wir auch nicht mehr helfen. Wir möchten euch nur auf eine Sache hinweisen. Wir sind für euch da und laden euch ein, stellt euch dem Ernst der Lage, helft mit, auch wenn ihr vielleicht selbst gar nicht betroffen seid. Wir brauchen euch. Danke.